Guten Morgen, Trader. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Wie man sieht, war eine gute Zeit. Ich hoffe, alle, die hier jetzt zuschauen, hatten auch einen guten August. Trading-Möglichkeiten gab es ja eine ganze Menge. Und mein Kollege, der Jens, hat mich ja an dieser Stelle auch immer so vertreten, dass jeder wusste, was an den Märkten gespielt wird. Mit hohen Schwankungen geht es weiter. Wir blicken heute in den DAX in US-Dollar, cann und DAX. Das WTI natürlich wie immer auch gerne hier um diese Uhrzeit auch die Zeit, den ein oder anderen Wunschmarkt zu besprechen. Dazu bitte einfach hier hinein in den Chat auf Facebook oder auch auf GoToWebinar und dann gehe ich gerne auf den ein oder anderen Wunschmarkt auch ein. Danke für die Grüße Olaf, Georg, Ali, Elena. Ich freue mich, euch auch wieder hier mit an Bord zu haben und wir starten gleich. In die ganze Präsentation, wie immer, zuerst mit dem Risikohinweis, das wissen Sie, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Guten Morgen, Ludger. Ja, was war los in der letzten Woche? Der Jens hat es gezeigt, wir schauen mal nach, was heute auf der Nachrichtenseite. Seite los ist. Wir bekommen um 10 Uhr aus Deutschland wichtige Wirtschaftsnachrichten. Wir sehen es hier: der IFO Geschäftsklimaindex, der wartet auf uns. Wir haben hier die Prognosen auch gegeben. Hier um 10 Uhr werden wir dann sehen, was ist. Die Erwartungen liegen bei 91,5. Die Lageeinschätzung hier bei 98,6. Und der Klimaindex, der Geschäftsklimaindex, wird bei 95,1 angesetzt. Wenn man diese Werte mal betrachtet, Sieht man, dass die Prognosen allesamt auch von der Lesweise her niedriger sind als die bei der vergangenen Veröffentlichung. Also, der Markt deutet schlechtere Dinge an. Mal sehen, was kommt. Die Zahlen werden es uns definitiv zeigen. Am Nachmittag bekommen wir dann um 14.30 Uhr aus den USA noch ein paar Wirtschaftsmeldungen hier. Die zivilen Investitionsgüter, den Auftragseingang für langlebige Güter und das Ganze dann, wie schon gesagt, live auf dem Markt, bevor der US-Markt die Tore öffnet. Was gibt es noch? Ganz klar, auf alle Fälle den kleinen Blick auf das, was in dieser Woche noch auf uns wartet. Das haben wir ja an der Stelle hier jetzt noch nicht gemacht. Das heißt, die wichtigsten Nachrichten ab morgen, die wichtigsten heute, haben wir ja schon gesehen. Wir kriegen morgen hier bei uns aus Deutschland Informationen zum Bruttoinlandsprodukt aus den USA. Gibt es Verbrauchervertrauen? Am Mittwoch warten die Rohöl-Lagerbestände auf uns am Donnerstag hier. Dann die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland aus den USA, das BIP und die schwebenden Hausverkäufe. Und am Freitag dann kriegen wir hier aus der Eurozone den Verbraucherpreisindex. Also bei allem, was wir diese Woche machen, es kommen noch ein paar Marktnachrichten geplanterweise, die hier immer wieder für Bewegung sorgen können. Was ungeplant ist, das sehen wir natürlich, das ist das Thema Handelsstreitigkeiten beispielsweise. All die Dinge, die Herr Trump sagt, Paul hatten wir ja letzte Woche auch, das hat dem Trump nicht. Gefallen. Also es ist eine Menge, Menge los und damit starten wir gleich mal in den Markt rein. Auf alle Fälle das Ganze hier in den Handelsideen. Wir bekommen hier gerade auch noch eine Frage zum DAX. Der DAX steht heute ganz oben mit auf der Liste. Der hat ja, wenn wir uns den Chart nachher auch gleich mal angehen, mit einem ordentlichen Downgap auch geöffnet, wurde aber schon wieder hochgekauft. Aber es geht ordentlich zur Sache. Ich würde sagen, wir starten mal eben ganz kurz mit den Währungen hier. Und zwar mit dem us dollar kandollar dollar Ja, ich hatte ja gesagt, wir gehen heute in den Handelsideen rein, in DAX, US-Dollar, Kan-Dollar und WTI. Hier also der Blick in die Währung. Wenn wir uns jetzt mal hier an dieser Stelle den Tageschart gemeinsam anschauen, dann sehen wir ja, dass das Bild eine ganze Weile hier ziemlich stark nach unten gedrückt gewesen ist, aber hier seit Mitte Juli haben wir doch eine ziemlich starke Aufwärtsbewegung hingelegt. Ja, die hat auch etwas trendige Phasen gezeigt, heißt also an dieser Stelle was wir hier haben, ist aktuell ein ansteigendes Dreieck. Was bedeuten ansteigende Dreiecke? Wir sehen es: Die Händler fangen immer früher an zu kaufen und man kann das jetzt. Ist diese Linie etwas verrutscht. Man kann das ganz gut sehen, wenn man hier unten drunter eine Linie zeichnet. Ähm, dann hat man hier die ansteigenden Tiefs schön da und das Muster, was herausgekommen ist, wie schon gesagt, das ist ein ansteigendes Dreieck. Der Deckel oben drauf, der liegt momentan bei ungefähr. 1,33470 heißt also für ein weiter bullisches Szenario wäre es sehr, sehr wichtig, dass der Markt oben drüber geht. Tut er das, dann haben wir gute Chancen hinzulaufen, hier oben hinein, in dieses Widerstandslevel bei 1,34, 3,23. Das ist das Tageshoch hier an dieser Stelle gewesen. Das ist auch mit Blick in den Wochenchart in Marke, wo man gesehen hat, da hat der Markt mal angehalten. Also das ist offen, wenn der Markt es tatsächlich schafft, hier oben drüber zu laufen und hier nach oben zu schieben. Zwischenanlaufpunkt haben wir hier stehen auch hier haben wir einen hohen Tageshoch. Jetzt das ist Tageshoch hat jetzt nicht so die Relevanz, sondern eher der Trendverlauf, der hier unten gewesen ist in den untergeordneten Zeiteinheiten. Da richtet sich ja der ein oder andere Händler auch mal dran aus. Das wäre dann hier die Marke von 1338 3,1, das wie schon gesagt, wenn der Markt nach oben rausbricht. Sollte es allerdings zu Schwäche kommen, das heißt hier der Deckel, der Widerstand hier auf der oberen Dreieckseite zu groß sein, dann steht das zweite Szenario hier da, heißt also an dieser Stelle das nach unten gerichtete. Äh, da müssen wir sehen, wie es weitergeht. Preis nehme ich ab, laufen wir durch, dann ist es interessant. Sieht der Markt diese Marke hier unten, diesen ersten Sapot bei 1,32,500 nicht als halt, sondern bricht er durch, dann. Ja, wie sieht's aus? Dann läuft der Markt halt runter und da müssen wir uns mit tieferen Supports auch reingehen. Das heißt, hier die 1,31,840 wäre dann nach unten hin der nächste Anlaufpunkt. Ja, das sieht man relativ gut hier. Da hat der Markt wirklich gehalten. Hier ein paar Mal drauf gestützt Das ist also eine Unterstützung. Das wäre dann allerdings auch ein Szenario, wo wir uns wieder hier drüben an diesem groß rot markierten Trend orientieren müssen, weil dann haben wir die Seite, dass wir wieder nach unten laufen und dann läuft halt diese Bewegung hier auf die Fallenkurse in Richtung dieser großen übergeordneten Sache und dann ist die korrektive Phase hier an dieser Stelle halt vorbei. Das halt damit. Habt ihr noch eine Frage? Ähm, die Fahnenstange ist doch für das Dreieck zu kurz. Naja, es ist ein Dreieck ne, an dieser Stelle. Es gibt lange Fahnen, es gibt kurze. Ähm, es ist halt schon ein ganzes Stückchen hier, was wir haben. Und wir sehen halt das Verhalten der Marktteilnehmer. Es bildet sich halt ein Dreieck aus. Ob die Fahnenstange nun lang oder kurz ist, es wird sich zeigen, wie sich dieses Muster auflöst. Und das sind ja die wichtigen Fakten, die wir hier an dieser Stelle haben, das Marktverhalten zu lesen. Und wie ich schon gesagt, wir haben ja die Stelle oben drauf. Wenn es oben drüber geht, ist es eher Bullisch zu sehen, zumindest erstmal noch ein Stück weit. Bis wir hier oben drüber sind. Auf der anderen Seite, wenn es nach unten verlassen wird, dann ist das halt ein Fehlmuster hier an dieser Stelle gewesen. Und da müssen wir uns nach unten orientieren. Und ob die Fahnenstange nun zu lang oder zu kurz gewesen ist, das spielt dann bei der Entscheidung, über welche ähm, ja, ich mal, Seite aus dem Dreieck ausgebrochen wird, eher weniger eine Rolle. Viel wichtiger ist, was danach kommt, wie der Markt sich entwickelt. Und wenn wir uns das größere Bild mal hier anschauen, im US-Dollar-Kann-Dollar, dann haben wir hier halt, wenn wir uns das mal betrachten, das hier, was wir hier nach unten laufen haben, ich markiere das jetzt mal mit dieser magentafarbenen Sache, das ist halt übergeordnet, was wir hier haben, ist halt ein Abwärtstrend. Und wenn der Tag wieder rumdreht, dann laufen wir halt in den Abwärtstrend der Woche. Also dann trennten wir hier an dieser Stelle auch weiter mit nach unten. Das muss man halt einfach sehen. Das heißt, das Dreieck, was wir hier haben, Gibt die Möglichkeit einer korrektiven Ausdehnung, wenn es weiter nach oben läuft. Wenn der Markt allerdings rumdreht, dann sind wir wieder in Richtung dieser Woche hier unterwegs und das wäre dann das bärische Kennzeichen. Wie schon gesagt, die Oberkante wird uns hier zeigen, was losgeht. Entweder wir prallen ab, deswegen ist die Oberseite hier auch sehr, sehr wichtig, oder aber wir laufen wirklich drüber und dann sehen wir, dass der Markt drauf geht und dann haben wir auf der Oberseite noch etwas mit zum Traden und das kann man dann übrigens auch relativ gut aus der Stunde herausmachen ich zoome das mal ganz kurz rein hier sieht man wirklich schön dieses dreieck wie es sich ausbildet und wenn der markt tatsächlich es schafft hier oben drüber zu gehen dann trendet sie halt weiter und das wäre dann der fortgang dieser entsprechenden korrektiven phase das an dieser stelle zum US-Dollar kann -Dollar mal mit Blick noch in die woche und die untergeordnete zeiteinheit der stunde gehen wir weiter hier rüber zum WTI WTI an dieser stelle Um, ja, muss ich sagen, das WTI ist weiter unter Druck. An dem ganz, ganz großen Bild hat sich, wie schon gesagt, nichts geändert. Und ich habe das hier mal versucht, so ein bisschen zu skizzieren. Wir schauen uns hier in diesem Zusammenhang auch mal noch die Woche an. Wir sind halt in der Woche wieder sehr, sehr stark nach unten gegangen. Ne? Wir haben hier diesen massiven Abverkauf gehabt, dann diese Gegenbewegung und jetzt trennten wir wieder so Stück für Stück nach unten und wir haben hier unten einen Deckel, nein, eine Unterstützung, so rum, liegen bei 51 in etwa. Das hat hier drüben schon mal gehalten. Das hat jetzt hier äh, im Sommer auch wieder gehalten. Aber was wir jetzt hier sehen, in großen Bild, wir sehen es halt in der Woche sehr, sehr stark zu lesen, diese Abverkaufskerzen. Hier, wir sehen es immer wieder. Der Markt läuft mal hoch, dann wird komplett abverkauft. Das haben wir hier drüben auch gehabt. Hochgelaufen, komplett abverkauft, hochgelaufen, komplett abverkauft. Wenn wir uns dieses Bild jetzt mal auf dem Tageschart anschauen, dann sehen wir halt sehr, sehr schön, dass durch diese Szenarien hier auf Tagesbasis erstmal wieder ein Abwärtstrend entstanden ist. Dieser Abwärtstrend ist jetzt korrigiert und er trendet so langsam wieder nach unten. Und das ist halt die wichtige Situation, die wir hier haben. Da zeigt uns der Markt. Wir haben hier oben im großen Bild und auch im kleineren Bild, wir haben fallende Hochs, wir haben fallende Tiefs. Das heißt, dass der Markt zeigt uns hier ganz klar, es geht nach unten. Das heißt, wir Wer mit dem Trend traden möchte, der sucht sich einfach die Marke raus, wo wir hier nach unten mitlaufen. Das heißt, immer wieder rumkehren. Heißt also an dieser Stelle auch, wir haben hier das Low vom Freitag bei 53,27 gehabt. Hier sind wir jetzt heute erstmal kurz drunter gegangen, laufen wieder hoch. Es könnte jetzt durchaus sein, dass wir hier etwas korrektive Phase bekommen und wo können wir da hinlaufen? Das ist eine Sache, die können wir sehr, sehr schön im Stundentrend auch sehen, weil wir im Stundentrend hier das große Bild, das ist das, was wir vom Tag jetzt hier haben für die Stunde. Wir sehen es halt, wie schön der Markt hier runter trendet. Ja? Und das, was wir hier jetzt sehen, ist die korrektive Phase. Und wenn wir da mal überlegen, wo könnte der Markt denn hindrehen? Ja, es ist ja oft so, dass das Ausbruchslevel immer mal getestet wird. Und da haben wir hier oben die Marke von ganz grob über den Daumen 54,85. Das wäre durchaus mal eine Richtschnur, wo es jetzt in der korrektiven Phase hingehen könnte. Das heißt, die Situation, wie wir sie jetzt haben, ist durchaus auch für die ganz kurzfristigen Trader interessant, weil wenn wir diese Erholung bekommen. Ne? Hier ist ja auch noch ein kleines Gap mit drinnen. Dann haben wir gute, gute Karten, eben auch im kurzfristigen Bereich ein Stück weit nach oben was mitnehmen können, zu können. Das heißt, wenn wir hier vielleicht eine gewisse Aufwärtstendenz bekommen, kann man sich aus den kleinsten Zeiteinheiten hier beispielsweise auch in den 5 Minuten hier auf diesem auftrendenden Markt doch was rausschneiden, wenn wir wieder hier über dieses Level laufen und dann etwas nach oben ansteigen können. Aber... Hier an dieser Stelle blicken wir nochmal zurück. In den Tag, wenn es nach unten läuft, ne, dann dreht die Stunde rum und dann ist es halt wichtig, wo sind denn interessante Marker von der Stelle aus, wo wir jetzt kommen und da haben wir halt ganz klar erst einmal hier die 51er-Marke, das ist der erste Punkt, beziehungsweise hier dieses kleine Zwischentief, das haben wir bei der Marke von 5044 gehabt, das ist also von jetzt aus schon mal ein gutes Stück nach unten an Potenzial da und wenn der Markt aufgrund der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage tatsächlich weiter einbricht, dann haben wir mit dem Bruch, mit dem nachhaltigen Bruch dieser Marke hier definitiv auch unten diesen großen Bereich mit da. Und das hier, dieser Bereich um die, wo haben wir es hier unten, die LOS, die liegen bei 42, 41 hier in diesem Bereich. Also hier ist dann ein wichtiger Support. Und dazwischen, wenn wir uns das mal in der Woche anschauen, hier ist halt nichts, was großartig halt bieten kann. Das heißt, jetzt wird es wichtig zu sehen, was passiert hier an der 51er Marke. Hält sie? Dann wieder dieses Ping-Pong-Spiel. Da können wir dann kurzfristige Setups suchen. Mittelfristig aber, wenn es zum Bruch kommt, dann hat der Markt gute Karten, dass wir hier uns nach unten orientieren können, um die Marke von 42, 42, 50. Erst einmal das als Ansatzpunkt hier an dieser Stelle. Also hier das zum WTI. Und damit gehen wir einfach mal hinein und zwar in den DAX. DAX haben wir hier. Auf dem Tageschart mal angezeigt. Der Markt ist weiterhin unter Druck. Wir sehen es immer wieder. Der Weg des leichteren Widerstandes, der geht momentan definitiv nach unten. Ne? Wir sehen es nach Anstiegen hier, wie stark und leicht der Markt hier nach unten gedrückt ist. Das ist schon irre und wie schon gesagt, es ist momentan auch sehr sehr viel Nachrichten getrieben, was wir hier an dieser Stelle haben, heißt also an dieser Stelle hohe Volatilität, das ist schön für die kurzfristigen Trader und immer wieder auch gut zu sehen, was an wichtigen Marken passiert. Wenn wir uns das Bild hier im DAX mal anschauen, fangen wir mal im Großen erste mal an, wo denn die Potenziale zur Unterseite hin liegen? Die sehen wir halt hier Mache ich mal ganz kurz kleiner noch das Bild. Wenn wir uns mal diesen Aufwärtstrend hier nach oben hin anschauen, der ist ja mittlerweile definitiv auch rausgenommen. Wir haben ja vor meinem Urlaub noch hier über diese Schulterkopf-Schulterformation äh, gesprochen. Die habe ich mal noch markiert gelassen. Hier unten die Nackenlinie. Das ist ja alles rausgenommen worden. Nach unten hin haben wir jetzt halt Marker liegen. Zum einen natürlich hier unten die Marke von 11.200, knapp 65 Punkten. Das ist hier dieses Supportbereich. Der hat ja schon einmal gehalten. Und wenn gebrochen wird dann haben wir hier das nächste unterstützungslevel aus diesem aufwärtstrend an der marke von 10.863 also mal grob über den Daumen genommen erster mal anlaufpunkt 10.900 Punkte als nächstes ne, wenn es dann deutlich tiefer gehen soll dann haben wir hier das Tief aus dem Dezember unten noch liegen, um die Marke von knapp 10.500 Zählern. Das ist nach unten hin eine Menge Potenzial. Die Frage ist nur, was stellt man damit an? Wie geht man rein nach diesem starken Schub? Wir haben es gesehen, der Markt ist hier runter Wir schauen uns das mal kurz in der Stunde an. Hier unten hat er mit einem ordentlichen Abschlag aufgemacht. Und wo ist er hingelaufen und hat erst mal gedreht? Und das sind immer die interessanten Marker. Hier, schaut euch das mal an. Hier unten hatten wir ein Level. Da ist der, äh, der Trend hier, dieser Abwärtstrend rausgenommen worden. Das war von oben hin ein Supportbereich erstmal gewesen. Jetzt hat der Markt aber durch dieses starke Gap diesen Bereich rausgenommen, hat aber gleich das Ganze wieder gesucht, hat auch das Gap an dieser Stelle geschlossen. Und jetzt geht er runter und wir sehen halt hier oben momentan immer wieder mal den Versuch, ranzulaufen oder drüber zu laufen und immer wieder wird abverkauft. Das sind so die Schwächezeichen, die wir an dieser Stelle haben. Und diese Schwächezeichen, die zeigen uns halt immer wieder an, der Markt verkauft höhere Kurse und das ist in einem Bärenmarkt ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass der Markt eher nach unten will als nach oben und der Markt hier weiter nach unten geprägt wird. Heißt also hier, da haben wir in diesem Bereich hier um die 11.566, nein, was haben wir hier oben? Ich gucke mal kurz das Tageshoch von heute haben wir liegen bei 11.560, das ist das Tageshoch. Wir wollen hier momentan nicht rüber, also im kurzfristigen Bereich, wenn der Markt immer wieder hier oben abverkauft, schau mal, hier geht es dann halt nach unten rein. Und das ist das, was wir hier nach unten mitnehmen können im kurzfristigen Bereich. Wenn wir uns das Ganze mal hier auch in den 5 Minuten beispielsweise anschauen, hier hat man kurz diesen Swing nach oben gehabt. Und hier ist es jetzt halt wichtig, wie es nach unten weitergeht. Und wenn sich jetzt hier dieser Abwärtstrend tatsächlich bildet, dann haben wir in der kleinsten Zeiteinheit die Umkehr da. Das heißt, hier in den fünf Minuten, er trendet nach unten. Das läuft dann auch wieder in die Stunde herein. Das wäre dann das Umkehrmuster. Und dann haben wir die Chance, den Markt nach unten hin zu traden. Auch wenn, und das muss ich an dieser Stelle zugeben, nach unten hin momentan halt nicht wirklich viel Luft äh, oder beziehungsweise viele Punkte da sind, an denen man sich orientieren kann, wo man unter. Umständen herausfinden kann, wo es hingehen kann. Hier ist nicht mehr wirklich was. Das heißt, das nächste, was wirklich kommt, ist die Marke hier am Support bei 11.265 Zählern. Und das ist halt auch der Charme, den das Ganze hat: diese großen Volatilitäten hier an dieser Stelle immer den Weg nach unten zu suchen. Und das ist ja das wichtig und wie schon gesagt der dax ist jetzt hier da wenn der us markt heute nachmittag auch aufmacht dann werden wir sehen wo die richtung hingehen wird die us märkte sind ja auch massiv unter druck gewesen. Und wir wissen es ja, wenn die Big Boys aus den USA die Bücher aufmachen, die geben dann immer die Richtung vor. Das, was wir hier jetzt sehen, ist so ein bisschen vorgeplänkelt. Aber auch mit dieser Zeit, unabhängig von den US-Märkten, haben wir halt die schönen Handelssignale. Und wie schon gesagt, wenn wir hier vormittags den Markt nach unten sehen, haben wir es halt. Wir haben das Tagestief hier liegen. Ich mache die Marken gleich mal kurz rein, hier unten, wir haben ja das Tagestief liegen, hier an dieser Stelle, da haben wir das eine, das ist ein Anlaufpunkt nach unten hin, das haben wir liegen gehabt, hier unten bei knapp 11.000, etwas unter 400 Zählern und wie schon gesagt, das Tageshoch hatte ich ja schon genannt, da prallen wir momentan immer wieder ab und das sind die Chancen hier im Intraday-Bereich und wie schon gesagt, wenn wir sogar unter das Tagestief fallen sollten, dann ist der nächste Anlaufpunkt, Ganz klar auf Tagesbasis zu sehen, nehme ich hier unten am Support bei 11.265 Zählern. Das zum DAX. So, schauen wir mal, ob wir noch ein paar Fragen hier haben. Nein, momentan nicht. Das heißt an dieser Stelle. Würde ich sagen, allen einen sehr, sehr guten und gelungenen Start in die neue Handelswoche. Wir hören und lesen morgen wieder voneinander. Wie ich schon gesagt, Blog stelle ich immer ein, bevor wir hier live die Besprechung um 8.30 Uhr machen, damit das jeder auch noch vorher lesen kann, sofern er möchte. Und dann um 8.30 Uhr hier wieder zum Marktstart ein paar Handelsideen. Bis dahin, allen eine gute Zeit. Tschüss.